رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك العالمين العاملين المخلصين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. In diesem Kapitel geht es den Izar des Propheten صلى الله عليه وسلم. Das Izar, das Unterteil. Der erste Hadith ist Hadith Sahih. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أبيه هو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. أبي بردة sagte über von seinem Vater, sein Vater war Abu Musa al-Ash'ari, al-Sahabi, der bekannte Sahabi. Er sagte, أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Er sagte, dass عائشة رضي الله عنها, er sagte, sie zeigte uns ein geflicktes Oberteil, Kisa, und ein Izar, ein dickes Izar. Dann sagte sie, die Seele des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam wurde darin genommen. Izar ist Unterteil und Kisa ist Oberteil. فرسول الله صلى الله عليه وسلم starb, als er diese zwei Kleidungsstücke anhatte. كساء, das Oberteil, und إزار, das Unterteil. Das zweite Hadith ist صحيح لغيره. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره نصف ساقيه يعني إزار الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لغيره. بن سليم sagte, dass er seine Tante sagen hörte, dass sie von ihr Onkel erzählte, dass der sagte, während ich in Al-Madina gelaufen bin, sagte ein Mensch von hinter mir, hebe dein Izar hoch. Yani hebe dein Izar, dein Unterteil hoch, vom Boden hoch. Denn es ist fürchtiger, yani mehr Taqwa, gibt dir mehr Taqwa. Und in einer anderen Überlieferung heißt es Anqa, sauber oder reiner. Und Abqa, Abqa bedeutet verweilt länger. Yani geht nicht kaputt durch die Berührung des Bodens. Er sagte, ich wendete mich und es war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte ich, O Gesandte Allahs,
Es ist eine Burdatun Malha. Es ist ein, das heißt, weiß-schwarz gestreiftes Kleidungsstück. Also Burda Malha bedeutet weiß-schwarz gestreift. Er sagte, er sallallahu alaihi wasallam sagte, bin ich für dich kein Vorbild? Dann schaute ich, also der Rawi sagte, dann schaute ich und sein Izar, der Izar des Propheten sallallahu alaihi wasallam, reichte bis zur Mitte seiner Unterschenkel. Sallallahu alaihi wasallam. Der nächste Hadith ist ضعيف خلل مرفوع فصحيح لغيره حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم Uthman ibn Affan radiallahu anhu hat sein Izar bis zur Mitte seiner Unterschenkel getragen und er sagte, so war der Izar von meinem Gefährter. Yani, er meinte den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daif, khalal marfu'a fa sahihun li ghayrih. Der nächste Hadith ist sahihun bishawahideh. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين Hudhaifa radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam griff meine Wade oder seine Wade. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, dies ist die Stelle für den Izar. Und wenn du nicht möchtest, dann tiefer, yani etwas tiefer. Und wenn du nicht möchtest, yani, wenn es dir nicht gefällt, wenn du es länger haben möchtest, dann hat der Izar kein Recht auf die Knöchel. Yani, es darf die Knöchel nicht berühren oder nicht unter die Knöchel sein. Es muss über die Knöchel sein. Ist ein neues Kapitel. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. In diesem Kapitel geht es um die Gangart des Propheten صلى الله عليه وسلم, yani wie er pflegte zu laufen, wie er gelaufen ist. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أو لنجهد إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث von Abu Hurairah radiallahu anhu, der sagte, ich habe niemals etwas gesehen, das besser ist oder das besser war als den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Als würde die Sonne durch sein Gesicht fließen. Und ich habe nie jemanden gesehen, der schnelleren Gang hatte als den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Als würde die Erde für ihn zusammengefaltet. Also wenn er gelaufen ist,
war es so, als würde die Erde für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammengefallen unter seinen Füßen sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira sagt, wir erschöpften uns, also wenn sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelaufen sind, wir erschöpften uns und er bemerkte es nicht mal sallallahu alaihi wasallam. Der nächste Hadith ist ضعيف. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. حديث ضعيف. Einer von Ali Söhne sagte, wenn Ali ibn Abi Talib den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieb, sagte er, wenn er gelaufen ist, sallallahu alaihi wasallam, ist er abgezogen, als würde er von einem Abhang runterlaufen. Ja, nicht schnell. Wenn man von einem Abhang runterläuft, läuft man schnell, ob man will oder nicht. Er beschreibt den Gang des Propheten sallallahu alaihi wasallam als schnell in diesem Hadith. Der nächste Hadith ist sahih. حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم عن هرمز عن نافع عن نافع بن جبير عن النافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. تكفؤ يعني كتكفؤ السفينة, تتكفأ تتمايل إلى الأمام. جبير بن مطعم عن علي, سعلي زاكته, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelaufen ist, er ist nach vorne lehnend gelaufen, als würde er von einem Abhang runterlaufen. Und das beschreibt man die Schiffe, wenn die Schiffe so nach vorne schwanken. Das nennt man Takaffu. Oder wenn man von einem Abhang runterläuft. Es ist ein neues Kapitel, Babu ma ja'a fi taqannu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Es geht hier um die Maskierung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wir sprechen hier nicht von Gesichtsmaskierung, sondern von Kopfmaskierung. Es ist ein Band, was man über die Haare zieht, speziell nachdem man die Haare geölt hat oder geschmiert hat, damit der Turban oder die Kopfbedeckung nicht ölig wird. Der erste Hadith ist daif. Das ist der einzige Hadith in diesem Kapitel. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. والقناع هو خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن. أنس بن مالك sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sehr oft eine Maskierung getragen. Wie gesagt, es ist eine Kopfmaskierung. Das heißt, nach dem Schmieren der Haare, es ist wie ein Kopftuch. Und er sagte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als wäre sein Kleid das Kleid eines Ölmanns, von der Schmiere oder von dem Parfüm auch. Das nächste Kapitel, Babu ma ja'a fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In diesem Kapitel geht es darum, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesessen ist. Darin sind drei Ahadith. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيل بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء.
قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني خافت أو ارتعدت من المهابة. ديز حديث است فون خيلة بنت مخرمة دي تخطف المخرمة زي زاكته إسا den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in der Moschee sitzend al-Qurfasa. Al-Qurfasa, das heißt, wenn man sitzt auf dem Gesäß und man lehnt die Beine gegen den Bauch und hält die Beine mit den Händen oder mit den Armen fest. Man hält die Unterschenkel fest mit seinen Händen. Sie sagte, als ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sah, der in Khushu' saß, in Konzentration, zitterte ich vor Furcht. Hier Furcht, Mahabe, aus Respekt, yani. Aus Respekt, sie fing an, yani ihr Körper fing an, sich zu schütteln. Der nächste Hadith ist Sahih. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أنبأنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عباد بن تميم von seinem Onkel أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Der sagte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Moschee liegend sah und er hatte einen Fuß über den anderen gestellt gehabt sallallahu alaihi wasallam. Der nächste Hadith isnaduhu wahin. حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال أنبأنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه صلى الله عليه وسلم إسناده واهن. الاحتباء يعني يجلس على إليته ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه كما مر معنا من قبل. Von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass der sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Moschee gesessen ist, machte er Ihtiba. Und Ihtiba, wie wir es vorhin beschrieben haben, dass man sitzt und die Beine gegen den Bauch anlehnt und die Unterschenkel mit den Händen festhält. Ja. Es ist ein neues Kapitel. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف كان يتكئ. Hier in diesem Kapitel geht es darum, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم sich angelehnt hat. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. جابر بن سمرة sagte, ich sah den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم, er hatte sich auf seiner linken Seite angelehnt gehabt auf ein Kissen. وسادة يعني Kissen. Nächste Hadith ist sahih. حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. سبحان الله.
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه von seinem Vater, der sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht über Akbar al-Kabair erzählen, die größten Sünden, über die größten Sünden? Sie sagten, doch, o Gesandte Allahs. Er sagte, al-Ishraq billah, dass man Schirk macht, wenn man Allah jemand beigesellt. Al-Shirk billah. Yani wenn man sagt, dass Allah einen Partner hat. Wal-Iyadu billah. Er sagte, al-Shirk billah. Wa-Uquq al-Walidain. Wie übersetzt man Uquq? Yani wenn man ungehorsam gegen den Eltern ist oder wenn man die Eltern schlecht behandelt, wenn man die Eltern respektlos gegenüber ist. Ja. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hatte sich angelehnt gehabt, während er die ersten zwei Dinge sagte. Dann setzte er sich, richtete er sich auf oder setzte er sich hin und sagte, Qawlu al-Zur, wenn eine erlogene Zeugenaussage, Qawlu al-Zur, eine erlogene und auch eine erlogene Zeugenaussage, yani bewusst, wenn man etwas bewusst falsch bezeugt. Ja, Falschaussage. Aber mit Absicht. Weil manchmal macht man Falschaussage ohne Absicht. Man denkt, dass man es so gesehen hat oder so gehört hat. Aber wenn man es absichtlich macht. Oder er sagte, sallallahu alaihi wasallam, eine erlogene Aussage. Eine erlogene Aussage. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es immer noch wiederholt, yani wa qawlu al-zur, hat es immer noch wiederholt, bis wir sagten, die Sahaba, hätte er bloß aufgehört. Ja. Der nächste Hadith ist auch Hadith sahih. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. أبي جحيفة sagte, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, aber ich esse nicht, während ich mich angelehnt habe. Der nächste Hadith ist auch sahih. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. Der sagte Abu Juhayfa auch, wie der Hadith zuvor, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich esse nicht, während ich mich angelehnt habe. Der nächste Hadith ist Hadith Hasan. حدثنا سفيان بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. Jabir ibn Samura sagte, ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, er hatte sich auf einen Kissen angelehnt gehabt. Qala Abu Isa, yani al-Imam al-Tirmidhi, lam yadhkur waki' ala yasarih, wa hakadha rawa ghayru wahidan an Israel nahwahu riwayat waki' نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. Hier in diesem Hadith wurde nicht erwähnt auf seiner linken Seite. In dem
in dem ersten Hadith wurde erwähnt, angelehnt auf einem Kissen auf seiner linken Seite. Weil Imam al-Tirmidhi sagt hier, keiner hat auf seiner linken Seite erwähnt, oder Waqi' in dem anderen Hadith hat nicht in diesem Hadith auf seiner linken Seite erwähnt, sondern in dem ersten Hadith wurde erwähnt auf seiner linken Seite. ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق. Und keiner erwähnte auf seiner linken Seite außer Ishaq ibn Mansur von Israel. Wir halten hier an das nächste Kapitel, باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das nächste Kapitel wird sein, wie sich der Prophet صلى الله عليه وسلم gestützt hat, yani auf jemand sich stützte. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.